Ich habe selber wohl zu den Partisanen, wenn sie mich nicht, wenn sie mich nicht damals arretiert hätten. Ich habe schon beim Weiß habe ich schon zwei Hosen machen lassen und so Windjacken. Und dann gehe ich zu der Einheit. Leider ist es anders geworden nachher. Ich war ganz überzeugt, ich gehe in den Widerstand auch als in den bewaffneten Widerstand. Ja. Es ist aber nicht so weit gekommen, weil wir eben dann eingesperrt waren und alles noch sowas. Ja. Ist mir aber trotzdem stolz drauf, dass wir so viel beigetragen haben. Wenigstens etwas. Ja. Ja, haben sie ja echt gesagt, damals, wo sie in Ludmersdorf waren, hat der einer gesagt, sperrt diese Frotzler ein, nachher wird Ruhe in Ludmersdorf. Diesen Frotzen, so wie mich, sollen sie einsperren, nachher wird Ruhe in Ludmersdorf. Das war, haben ja viele was gedacht und, oder vermutet, aber so richtig hat keiner von die Nazis halt noch gewusst. Weil etwas muss ja sein, sobald die Partisanen ins Dorf kommen und irgendeine Aktion machen, jemand hat müssen da den Weg ebnen, dass sie halt kommen haben können. Und